Okay, ich bin bei Minute 20. Das bedeutet, hier habe ich gerade gecuttet. Ich habe jetzt Burstman fertig gemacht. Ich habe das R eingesammelt. Jetzt kommen wir zu Cloudman auf der 4. Ich sage das extra, weil da keine Namen dran stehen, wenn man auf den Boss geht. Und man merkt sich das am besten über sozusagen den Num-Block. Und Cloudman sitzt halt auf der 4. Wenn man sich jetzt hier mal ganz kurz den Startscreen anschaut, ist mal sehr angenehm bei Mega Man 4, ziemlich viel Platz, da kommen ziemlich viele Sachen rein. Wenn man auf Next geht, kommt man jetzt hier in den Extra-Behälter. Dieses Ding hier ist ein Sonderitem, was man braucht, um aus dem Game rauszugehen. Wenn man den Endboss schon besiegt hat, das finden wir später. Hier die Energy Tanks kennt ja jeder, wenn man die benutzt, wird die Energie aufgeladen. WP sind, glaube ich, die Tanks, wo dann Energie und Waffenenergie aufgeladen wird. SP ist ein Sonderitem. Und hier unten rechts, ich kann es leider nicht aktivieren, da wo das R schon steht, da muss Rush stehen, damit man die Super Suit hat. Und die werde ich jetzt hier im Laufe der nächsten Minuten zusammensammeln. Wir sind jetzt hier auf der Cloudman Stage. Ja, hier muss man immer abwarten. Boah, Alter, das war ganz schön knapp. Weil, wenn man gegen die Gegend läuft, dann springt man nicht über den Abgrund, sondern fällt rein. Das ist ziemlich ätzend. Und, oh, das hier wird noch ziemlich schwierig. Ich erinnere mich gerade. Mit Jumpe. Und jetzt machen wir mal erstmal Regen. Wenn ich jetzt hier schon von Freeze Man, den wir erst als viertes machen, die Waffe hätte, könnte ich gegen dieses komische Vieh gegenschießen und dann würde es aufhören zu regnen und anfangen zu schneien. Ja, rein technisch würde es dann wahrscheinlich nicht aufhören zu regnen, sondern einfach anfangen zu schneien. Das Leben nehme ich natürlich hier noch mit. Tricky Trick. Ganz witzig, bei Mega Man 7, es ist eigentlich ziemlich egal, wie viel Lebensenergie man verliert. Man hat hier echt nicht so die Probleme. Das einzige Problem ist nur das Geschringe. Aber von der Lebensenergie her ist Mega Man 7 ziemlich nett. Wenn ich die Feuertaste gedrückt halte, lädt sich meine Handwaffe auf. Und da ist gerade auch so eine Schraube rausgefallen. Haben wir noch nicht so viele von gesehen. Diese Schrauben brauche ich, um dann im Shop was zu kaufen. Und ich werde jetzt hier auch nochmal Safe nutzen. So. Und jetzt haben wir ja nämlich den Salat. Man sieht, es ist so stormy hier, dass ich nicht viel sehe, sondern nur das, was in meiner näheren Umgebung ist. Und ein Glück bin ich ein erfahrener Mega Man 7 Spieler und weiß ganz genau, wo die Plattformen sind. Wahrscheinlich falle ich gleich irgendwo rein. Und hier oben sieht man jetzt noch eine andere Plattform und auf die springe ich jetzt mal drauf. Normalerweise möchte man das mit dem Free Shot machen. Wie gesagt, wenn es jetzt schneien würde, dann würde jetzt hier Schnee auf den Plattformen liegen und man kann sie trotzdem sehen. Oh Gott, dieser Sprung ist so schwer. Leckst mich im Arsch. Ich mach's jetzt einfach mal ohne diesen Free Shot, damit spare ich mir ein paar Sekunden Zeit. Passt. Alles safe. Boah, man sieht. Mega Man 7 halt leckt. Direkt mal safen, nicht vergessen. Ich save jetzt hier alle Nase lang, um die Videos nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wenn ich mal sacken sollte. Man beachte unten den Ticker. Ich werde heute wieder ein Theory Craft machen. Die Maga hat ja ein Replay Pack released. Und ich habe festgestellt, dass
der Teil, wo ich die Maga Opening gegen Protoss durchgenommen habe, gar nicht hochgeladen ist. Und das ist ganz schön interessant. Die Maga spielt ja Speedlinge oder Banelinge im Early und lässt sich da die Option offen, auf Banelinge zu gehen. Das werde ich mir heute im CDB Craft nochmal angucken und dann auch hochladen können. Um 18 Uhr. Und das ist dann wahrscheinlich auch das letzte Theory Craft. Danach wird es nur noch sporadisch Theory Craft geben. Weil, boah, die Resonanz ist aber nicht stark genug. Auch wenn nach Release die Resonanz wieder stärker werden könnte. Ich weiß nicht. Ich mach das lieber, wenn ich Bock habe und nicht dann immer zwingend um 18 Uhr, wenn sowieso kaum jemand live zuhört. Die Videos werden relativ häufig geschaut. Aber wenn es eh kein Feedback gibt, lag mich. Ach, dankeschön. Hier gibt es übrigens einen Trick, wenn man von Junkman, den machen wir als drittes, die Sonderwaffe hat, dann bildet sich so ein Kreis um einen. Ein Kreis aus Schrott. In diesem Kreis aus Schrott kann man easy wheezy, wenn die Eier auf den Boden kommen, die kleinen Vögelchen ab. Killen und damit kann man schnell 999 Bolts sammeln. Mal wieder speichern für alle Fälle. Boah, das war knapp. Yeah, da sind wir. Ich wechsle mal hier auf die Rap-Waffe. Und witzigerweise, dieser Boss ist ultra schwer ohne Waffe. Mit Waffe ist ja fast ein Auto-Win. Allerdings bin ich ein bisschen zu retarded, um das vernünftig umzusetzen. Er schießt jetzt nämlich erstmal. Bam! Oh, und, ach, keine Ahnung, ich krieg diesen Treffer halt immer ab. Ja, und währenddessen er den Shoot halt geladen hat, den Shoot, doppeldeutig in dem Fall, er ist ja immun gegen meine Waffe. Bam! Ziemlich cool gemacht, ey, ich mag das. Fühlt sich gut an, das zu spielen. Oh Gott! Aber ein Glück mal ja genug Schaden. Passt schon. Oh, leckst mich. Also, das muss zu bis Dr. Wily ein bisschen besser werden mit dem Timing. Ah, also. Einmal noch. Hurra! Das war jetzt hier von Cloudman. Ganz wichtig, ich fasse nochmal zusammen, ich habe Protoman getroffen, währenddessen ich über die Maga gequatscht habe. Das U eingesammelt. Und ja, den Boss jetzt hier als zweites gemacht mit der Bubble von Burstman. Okay, ich habe jetzt von Cloudman so ein Thunderbolt bekommen. Thunderbolt nennt sich's, Tatsache. Okay, cool, cool. Damit kann ich jetzt Maschinen aktivieren und das brauche ich auch gleich in der nächsten Stage. Soll ich jetzt hier einen Cut machen? Nee, ich gehe jetzt erstmal schon mal ins nächste Level rein. Junkman ist auf der 6. Gehen wir mal direkt hin. Yeah. Keine Ahnung, die Movements und so bei, weiß ich nicht, also der Emulator kann, glaube ich, 32-Bit stand da, aber das sind doch nur 256 Farben, oder? Ah, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe zu wenig Ahnung von Computern, aber mit wie viel Liebe diese Sachen gemacht wurden und wie cool es aussieht, man, leck mich am Arsch. Na komm. Gut. Na gut, der Bolt ist jetzt nicht so wichtig. In diesem Level sehr wichtig, ich finde hier Rush Search. Das ist eine Sonderwaffe, ey, komm. Die man benötigt, um Sonderitems zu finden. Thank you.
Oh, und ich muss eine Pause machen. Bis gleich.